wirklich nach Knochen. Was? Ach, Sie sind. Haben Sie mich erschreckt. Wer schläft denn schon am helllichten Tag? Na, Postbeamte manchmal, danke. Nachname. Lustig, ja, stimmt. Was? Na, mein Nachname. Lustig, das stimmt. Nachname heißt, dass ich Geld von Ihnen bekomme. 12,80 für die Büchersendung. Ach so, eine Nachname. Haha, mein Buch. Interessieren Sie sich für Urtiere? Wir haben eins. So ein richtiges Urvieh, sage ich Ihnen. Bei uns im Kegelclub. Nee, ich meine Saurier und Drachen. Hier. Hm? Flugechsen. So riesige Dinger, halb Fisch, halb Vogel. Und, hier, mit Knochenplatten und mit Stacheln. Ja? Und so groß wie ein... Briefkasten? Ja. So groß wie ein ganzes Postamt. Hier. Ja? Ja, und stark. Die konnten den ganzen Postbus in ihre Pfoten nehmen und hochheben. Ja. 12,80. Ja, das kommt etwa hin, ne? 12,80 Meter. Ja. 12,80 Mark bekomme ich von Ihnen, Herr Lustig. Moment. Ja, wissen Sie, vor vielen Millionen Jahren, als es noch gar keine Menschen auf der Erde gab, da lebten diese Urviecher, diese Saurier. Ja, die sind dann irgendwann mal ausgestorben und übrig geblieben sind nur die Knochen. Die hat man dann gefunden. Gewaltige Knochen. Ja, und? Naja, an diesen Knochen konnte man dann sehen, dass diese Tiere sehr groß gewesen sein müssen. Größer als ein Pferd, größer als ein Elefant. Und Esel, 12,80. Ja, ja. Also, ja. So, bitteschön. Ja, aber jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss weiterlesen. Lesen am helllichten Tag. Naja, was soll so einer auch sonst so mit seiner Zeit anfangen? Däumchen drehen. Protosaurus, Trilophosaurus. Huch. Die haben alle früher hier gelebt. Sehen Sie also von innen aus das Knochenskelett. Ja, oh, Moment mal, das ist ein Ding. Das kann aber nicht wahr sein. Da habe ich doch hier irgendwo, ja, im Garten gefunden. Beim Grab. Wo ist er denn? Hier. Ah ja. Ja, das ist ein Saurierknochen. Tag, Herr Nachbar. Tja, aber von welchem Saurier könnte dieser Knochen stammen? Na, das haben wir gleich. Ich baue den Knochen einfach mal ein. In einen Brachiosaurus. So als Oberschenkelknochen. Mhm. Ja, so jetzt das Tier drumherum. Das hier war übrigens das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat. Und es lebte von Gemüse. Der hier war dagegen ein Fleischfresser. Sieht man schon an den Zähnen. Und mein Knochen passt ihm auch ganz ausgezeichnet. Hier würde er herpassen, in den Arm eines Uranosauriers. Doch nicht so einfach, denn auch da könnte er gesessen haben, mein Knochen, in einem Tyrannosaurier. Nee, so geht's nicht. So komme ich nicht weiter. Irgendwer muss mir doch sagen können, was das für ein Knochen ist und wem er mal gehört hat. Ich weiß auch schon wer. Ich bin gleich soweit, Herr Lustig. Ja, lassen Sie sich nur Zeit, Herr Doktor. Vor Menschen ist er nicht. Prima, das habe ich mir gedacht. Guten Morgen, Herr Lustig. Morgen, Herr Doktor. Was haben wir denn für ein Problem? Ja, ich habe es mit dem Knochen, mit dem hier. Können Sie mir sagen, von welchem Wesen dieser Knochen stammt?
Auf Anhieb bin ich da überfragt. Ich bin ja kein Tierarzt. Aber das scheint mir der Knochen eines großen Tieres zu sein. Aha, ich hab's gewusst. Von einem Saurier. Um ihn näher bestimmen zu können, bräuchte ich eigentlich mehr Zeit, als ich habe. Das tut mir leid. Aber am besten ist, Sie gehen ins Naturkundemuseum. Da finden Sie eine Menge Tierskelette. Auch von Sauriern übrigens. Also ins Museum, ja. Das ist eine fabelhafte Idee. Wiedersehen, Herr Doktor. Schönen Dank. Ach, warten Sie mal, Herr Lustig. Hier, da sollten Sie ruhig mal reinschauen. Das ist ein Anatomiebuch. Ein Anatomiebuch? Ja, ist ein Buch, in dem der Körperbau von Menschen und Tieren erklärt wird. Aha. Ja, sehr schön. Auch die Knochen. Danke. Aber Sie bringen es mir wieder, nicht? Und passen gut drauf auf. Es ist ein seltenes und kostbares Exemplar. Keine Sorge. Ach, Moment mal. Ich mache zur Vorsicht den Stempel mit meiner Adresse vorne rein. Na dann, auf ins Museum. Zusammen hat und die auch alle richtig zusammensetzt, dann kann man sich fast schon vorstellen, wie das Tier mal ausgesehen hat. Ne? Spielen wir doch mal Detektiv. Was könnte das für ein Tier gewesen sein? Vorn im Maul ein paar große Nagelzähne, sitzt so gebückt und hat einen winzigen Schwanz. Nö, das war's wohl nicht, oder? Ein Kaninchen? Das Skelett hatte doch keine langen Ohren. Ein Frosch? Kann ich die Knochen noch mal sehen? Ja, danke. Dieses Tier hatte also vier Beine und Nagelzähne, also was? Ja, richtig. Das Kaninchen. In den Ohren sind ja keine Knochen. Noch ein Rätsel. Von welchem Tier stammen diese Knochen? Große Augenhöhlen? Große Füße. Der hier? Oder der? Ich weiß nicht. Können wir nochmal... ja. Also diese langen Hinterbeine, das kann doch nur... Ja. Schnabel, einen ziemlich langen Hals und zwei Beine. Das kann doch nur ein Vogel gewesen sein, ja, ein Hahn. Also, Knochenraten ist gar nicht so schwer. Ja, das ist er. Sieht ganz schön gefährlich aus. Ne? Und man muss sich mal vorstellen, der hat wirklich gelebt. Und dann der da hinten, die Zähne. Sie denn eingeladen, da oben Forschungen anzustellen? Eingeladen? Forschungen? Nee, ich wollte nur mal sehen, ob mein Saurierknochen passt. Ihr Saurierknochen? Ja. Ich habe ihn im Garten gefunden und dann hab... Moment mal, ich habe ihn im Bus liegen lassen. Und das Anatomiebuch vom Doktor auch. Du lieber Himmel. Im Bus? Ja.
Ihren Saurierknochen. Ja, ja. Aber warten Sie, ich habe ihn gezeichnet. Sehen Sie hier? Ja, das ist er. Wenn das Ihre Art ist, hochbezahlten Fachkräften Ihre kostbare Zeit zu stehlen, dann sind Sie hier an der falschen Adresse. Ich gebe Ihnen folgenden Rat. Nehmen Sie Ihre merkwürdigen Zeichnungen von diesen merkwürdigen Knochen und gehen Sie schnurstracks in diese Richtung da, ja? Ja. Ja, gut. Da ist nämlich unser Ausgang. Nein, nein, nicht doch. Ich habe wirklich einen Saurierknochen gefunden. Wenn ich ihn wieder habe, dann nehme ich ihn mal her. Die Mühe können Sie sich sparen. Ein Saurierknochen. Als ob man so etwas einfach so im Garten findet. Ja. Wenn es ein echter Saurierknochen wäre, dann wäre er versteinert. Hart wie Stein. Psst. Was hat er gesagt? Versteinert? Hart wie Stein? Moment mal, Herr Professor! Ja, bitte? Könnten Sie mir das mal erklären mit den Versteinerungen? Sie sind vielleicht hartnäckig. Ja, wie Stein und neugierig. Dann passen Sie mal auf. Mhm. Bitte. Danke. Na, dann bin ich mal gespannt. Das Meer. Ja, und da am Felsen, da hängt doch was. Ein Saurier, ein Flugsaurier. Hoppla, dem geht's nicht gut. Der ist tot. Sinkt auf den Meeresboden und bleibt da liegen. Und was passiert jetzt? Er wird verwesen, wie jeder tote Fisch im Wasser. Die Haut verwest und löst sich auf. Das Fleisch, die Eingeweide und zum Schluss die Knochen. Nein, Moment. Die Knochen nicht. Denn inzwischen hat sich Sand und Schlick auf den armen Saurier gelegt. Noch mehr Sand. Jetzt kann weder Wasser noch Luft an die Knochen. Millionen von Jahren liegen die so und werden langsam zu Stein. Inzwischen verändert sich auch die Erde. Das Meer verschwindet. Das passierte früher öfter. Und jetzt ist da ein Tal. Wind und Regen kommen dazu. Der Hügel bröckelt langsam weg. Und eines Tages findet man eine versteinerte Saurierschnauze. Tja, und dann kommt der Professor, trägt scheibchenweise die ganze Erde ab. Vorsichtig, vorsichtig. Kein Knöchelchen darf verloren gehen. Und schließlich hat er ihn dann vor sich, den eingemachten Saurier. Jetzt habe ich was begriffen. Schönen Dank auch. Kommen Sie mal mit. Aha. Hier in der Vitrine, wenn Sie mal eine anfassen wollen. Ja, gerne. Das ist eine echte Versteinerung. Ja. Oh ja, das merkt man am Gewicht. Ein Tier aus Stein. Oh. Ach, und das hier, ist das auch eine Versteinerung? Das ist so hohl, nicht? Nein, das ist lediglich der Abdruck eines Tieres. Eines Schwertschwanzkrebses. Ah, da haben Sie so eine Art Gipsabdruck gemacht. Ja, und so sah das Tier aus. Ganz genau. Aha. Der Unterschied ist der, bei einer Versteinerung wandelt sich das Tier oder die Pflanze selber um. Mhm. Es wird zu Stein, bleibt aber in seiner ursprünglichen Form erhalten, wie hier. Hier klebt eine Pflanze drauf. Aus Stein? Ja, das ist eine Versteinerung. Beim Abdruck dagegen zersetzt sich die Pflanze oder das Tier. Übrig bleibt lediglich die Form im Gestein, wie hier. Ah ja, das Tier ist weg und übrig bleibt so eine Kuchenform. Ja. Aber sagen Sie mal, wo finden Sie eigentlich all diese versteinerten Pflanzen und Tiere? Tja, das ist oft ein langer Weg. Manchmal müssen wir dabei wie Detektive vorgehen. Und diese Detektive arbeiten wohl in so einem Steinbruch. Naja, es ist ein ganz besonderer Steinbruch. Hier holt man keine Pflastersteine heraus, sondern Saurierknochen. Vorsichtig. Vielleicht ist da einer drunter. Na, hat er was gefunden?
flacher Stein. Naja, da ist irgendwas drin. Sieht aus wie ein belegtes Sandwich. Aber das ist doch kein Saurierknochen. Das muss ein Irrtum sein. Außerdem sind Saurier viel größer. Was will er also mit so einer kleinen Steinplatte? Aha, da kommt noch eine dazu. Und wird markiert. Naja, so haben sie früher zusammengelegen. Und noch mehr Platten. Also, irgendwas hat es wohl damit auf sich, aber wo ist denn der Saurier? Ich sehe keinen einzigen Knochen. Nur flache Steine. Sollte da vielleicht doch irgendwas drin sein? Ja, tatsächlich. Es sieht so aus. Da muss was in dieser Platte sein. Ziemlich weich, der Stein. Will er den nur kleiner hauen oder sucht er was? Na, da hat er ja zu tun. Jetzt kommen die kleinen Meißel. Hat er da was gefunden? Ja. Das sind so seltsame Linien im Stein. Und er kratzt das Weiche dazwischen heraus. Da. Da ist ein Muster. Und dieses Muster hat er nicht in den Stein gekratzt. Das war schon drin. Sollte das womöglich ein Stück von einem Saurier? Ja. Tatsächlich. Denn da war noch mehr im Stein versteckt. Eine Wirbelsäule und ein Kopf mit Schnabel. Und Zähne im Schnabel. In dieser Platte lag also wirklich versteinert und breitgedrückt ein kleiner Saurier. Was für scharfe Zähne der hatte. Das sieht aus wie Schuppen. Wie Schuppen einer Schwimmflosse. Dann war das Ganze wohl ein Fischsaurier. Ein Ichthyosaurus, ja. Da sieht man die Gräten. Da hat also kein Bildhauer einen Saurier in den Stein geschnitzt. Nein, der war schon drin. Seit Millionen von Jahren. Man musste ihn nur herauskratzen. Er hat wirklich gelebt. Und jetzt hängt da im Museum. Weil das Wasser den Saurier so abgeschlossen hat, dass keine Luft dran kam, ist er nicht verwest, sondern er versteinert. Oh, schön. Schaurig schön. Und die haben wirklich gelebt? Ja, natürlich. So wie Sie und ich. Die Dinosaurier. Ein komisches Wort eigentlich, ne? Dinosaurier. Das ist lateinisch und griechisch und heißt schreckliche Echse. Eigentlich schade, dass nie jemals ein Mensch diese Viecher gesehen hat. Ne? Obwohl, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es gibt einen Saurierzoo. Also, wenn ich nicht wüsste, dass diese Tiere ausgestorben sind. Ist der? Schwein! Nö. Der würde auch nicht beißen, wenn er noch lebte. Denn der frisst nur Blätter. Von ganz oben. Und dass jemand auf seinem Schwanz spazieren geht, würde der Dinosaurier sicher gar nicht merken.
Naja, dieser hier merkt sowieso nichts. Denn er ist aus Gips. Und deshalb kann man hier unter Sauriern spazieren gehen und staunen, wie groß die waren. Aber einen lebendigen Saurier hat noch kein Mensch gesehen. Also, Herr Lustig, wenn Sie Ihren Knochen wiederfinden, bringen Sie ihn ruhig her. Ich werfe gerne einen Blick drauf. Wenn er auch nicht von einem Saurier stammt, dann vielleicht von einem anderen interessanten Tier. Aha, sehen Sie? Wenn ich nur erstmal wieder hätte, meinen Knochen. Tiere haben die meisten Knochen zweimal. Zwei Vorderbeine, zwei Hinterbeine. Graben Sie halt an der Stelle, wo Sie den Knochen gefunden haben, weiter. Vielleicht liegt da noch mehr. Danke. Das ist ein heißer Tipp. Ja, da finde ich sicher noch was. Nur das Anatomiebuch vom Doktor, das wird da nicht liegen. Saurier. Überall Saurier. Der kleine Leo, der hatte so ähnliche. Ja, das war eine Geschichte. Zu seinen 27 Dinosauriern war Leo durch einen Zufall gekommen. Saurier stand zwar ganz oben auf Leos Geburtstagswunschliste, noch vor den Rennautos. Aber als Leo dann fast von jedem einen oder mehrere Saurier bekam, da war er doch überrascht. Er bekam rote, grüne, gelbe und blaue. Grimmige und freundliche. Wir hätten uns besser absprechen sollen, sagte Mutter. Aber Leo war eigentlich ganz froh. Er stellte die Saurier zwischen den Kühen in seinem Bauernhof auf. Oder er ließ sie in einem keksdosen Raumschiff zum Mond fahren. Hoppla, was ist denn das? Sagte Vater eines Morgens und schüttelte einen Tyrannus Rex aus seinem Pantoffel. Du sollst doch nicht einfach abhauen, schimpfte Leo den Saurier aus und stellte ihn zurück zu den anderen. Aber es kam noch schlimmer. Am Vormittag verstopfte einer der Saurier den Staubsauger. Dann fing Leos kleiner Bruder Max an zu husten und spuckte einen der gelben Flugsaurier auf den Teppich. Zwei hellbraune purzelten plötzlich aus dem Briefkasten. Als Vater am Abend nach Hause kam, stolperte er über den größten, einen dunkelgrünen, der unter den Teppich gerutscht war. Dann war auch noch das Klo verstopft. Und als die Männer vom Abflussdienst den Eltern als Ursache der Verstopfung einen Saurier zeigten, da war es aus. Diese verdammten Viecher, schimpfte Mutter, und Vater sagte, jetzt ist Schluss. Er schnappte sich eine Plastiktüte, rannte damit durch die Wohnung und sammelte alle Saurier ein. Sogar den hinterm Sofa fand er. Und auch den, der in der Gardine hing. Schließlich hatte Vater 26 Saurier in seiner Tüte. Damit ging er aus dem Haus und brachte die Saurier dahin zurück, wo sie hergekommen waren. Abends, als alle schliefen, machte Leo seine Taschenlampe an. Er holte eine Zigarrenkiste unter seinem Bett hervor. »Du bist wirklich klug«, sagte er zu dem roten Saurier. »Hast dich gut versteckt. Du kannst bei mir bleiben«, und auch in meinem Bett schlafen. Leo legte den Saurier neben sich auf sein Kopfkissen. Er deckte ihn zu, sodass nur noch der Kopf rausguckte und der lange rote Hals. Dann schlief er ein. Wen wollen Sie denn hier beerdigen? Hä? Beerdigen? Im Gegenteil, ich buddel für ihn aus. Ah, hier. Wissen Sie, was das für ein Knochen ist? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Kotelett. Ja, Vorsicht, mein Flugsaurier. Ich brauche jeden Knochen. Wo könnte der hinpassen? Ja? Flugsau, Saurier. Ja? Kennen Sie den nicht? Aufhören! Ja, ich glaube, mir ist da eine nicht unbedeutende Entdeckung geglückt. Nur einer fehlt noch.
Dass ihm was fehlt, merkt man leider. Hier, ein Paket. 2,20 Zustellgebühr. 2,20. Was ist denn da drin? 2,20. Ja, später. Lass mal sehen, was drin ist. Ha? Mein Knochen. Ihr Knochen? Ist der von Ihnen? Nee, den hab ich verloren. Und einen Brief. Ja, vom Dr. Stachelberg. Verloren? Beim Doktor? Ja, lieber Herr Lustig, das Straßenbahnfundbüro hat mir mein Anatomiebuch zurückgeschickt. Offenbar, weil vorne meine Adresse drin stand. Ja, wohl aus Versehen war auch Ihr Knochen in der Sendung. Also doch Ihr Knochen? Den kann ich aber nicht brauchen, darum schicke ich ihn an Sie zurück. Viele Grüße, Ihr Dr. Stachelberg. Ja, 2,20. Ja, später. Ich habe jetzt keine Zeit. 2,20, Herr Lustig. Ja. Kriegen Sie morgen. Also wenn er glaubt, dass ich das vergesse, dann hat er sich gewaltig geirrt. Morgen bin ich wieder da. Und Sie sind sich da absolut sicher? Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es ist ein Pferdeknochen. Der Oberschenkelknochen von einem Pferd. Ach, schade. Und ich dachte, es sei ein Flugsaurier. Ein Ornithodesmus oder ein Amphorhynchus wenigstens. Nö. Equus, ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und das also hier war mal ein Dings, ein Equus, ein Pferd. Ja, das war ein Pferd. Was wollen Sie jetzt mit Ihrem Forscherdrang und den Knochen anfangen? Ja, ich habe ja nicht nur den einen, ich habe eine ganze Menge davon. Pferdeknochen. Ja. Aber da fällt mir schon was ein. Das ist also der vorzeitliche Flugsaurier. Aber ehrlich, bei Tag betrachtet, kommt er mir eher wie ein Pferdegerippe vor. Ja, wissen Sie, mit Flossen. Flossen? Das sind Flügel. Rekonstruktionen von Flügeln. Ne? Ein Flugsaurier hatte eben Flügel. Ist doch logisch. Und funktioniert hat er so. Ja. Gut. Sie müssen aber doch zugeben, dass so ein Tier gelebt haben könnte. Ein Pferdeflugsaurier. Ja, und so hat er abgehoben. Was stehen Sie denn so rum? Sie könnten mir wenigstens helfen. Ich denke gar nicht daran. Ich bin ja 2,20 von Ihnen. 2,20. Hm. Naja, also gut, hier sind 2,50. Der Rest ist für Sie. Ja, danke, Wiedersehen. Und ihr? Ihr braucht gar nicht so zu gucken. Ihr braucht heute überhaupt nicht mehr zu gucken. Und schon gar nicht fernzugucken. Saurier und Drachen haben auch nicht ferngeguckt. Und dabei sind sie über 12 Meter groß geworden. Ja. Ihr wollt doch auch noch wachsen, hm? Also,